Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, lang ist's her, dass ich mich bei euch gemeldet habe. Ich glaube, das letzte Video kam hier auf diesem Kanal Ende August online. Ja, und seitdem wenig, na, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Ja, und da sind wir auch gleich beim Thema dieses Videos. Warum kommt eigentlich auf diesem Kanal so gut wie nichts mehr? Ja, es gibt eine kurze Antwort und dann vielleicht eine bisschen längere Antwort für alle, die es kurz und knapp mögen. Also, der Grund ist der, ich habe einfach keine Zeit mehr. Jetzt die etwas längere Antwort. Ja, warum habe ich keine Zeit mehr? Und zwar, es liegt einfach an meinem Beruf. Ich habe es ja schon in etlichen Videos erwähnt. Ich werde Lehrer, ja, habe 5 Jahre lang studiert. Das ist so der theoretische Teil der Lehrerausbildung. Und bin seit Februar in der praktischen, im praktischen Teil der Lehrerausbildung, dem sogenannten Referendariat. Und ja, im Studium, da hatte ich noch jede Menge Zeit, um auch YouTube-Videos zu drehen. Hatte ich ungefähr ja, eine 30-Stunden-Woche, mal mehr, mal weniger. Dann hatte ich ein Betriebspraktikum von einem Jahr gemacht, da hatte ich eine 40-Stunden-Woche. Da konnte ich auch noch nebenbei ganz gut Videos produzieren. Im Februar, als das Referendariat begonnen hatte, so bis zu den Sommerferien, hatte ich so eine 45- bis 50-Stunden-Woche. Ja, da war es dann ja schon weniger, ne, mit Videos, aber das eine oder andere ging auch noch. Aber seit September habe ich eine 60-Stunden-Woche. Und ja, da geht parallel gar nichts mehr an YouTube-Videos. Und jetzt wird sich vielleicht der eine oder andere denken, so, Lehrer, 60-Stunden-Woche, was labert der? Ja, Lehrer ist doch hier ein Halbtagsjob mit 14 Wochen Urlaub. Ja, muss ich ehrlicherweise sagen, die Aussage, die ist genauso richtig, wie als wenn ich sagen würde, ja, die wöchentliche Arbeitszeit eines Profifußballers beträgt 90 Minuten. Das ist genauso falsch. Ja? Der Profifußballer, der arbeitet auch nicht nur, wenn er jetzt in der Bundesliga da spielt. Genauso wenig arbeitet der Lehrer jetzt nur, wenn er unterrichtet. Ja? Sondern da gehört extrem viel mehr dazu. Und ja, vor allem als angehender Lehrer. Da ist es zwar jetzt so, im Referendariat aktuell unterrichte ich in Anführungszeichen nur 7 Stunden. Ja, wenn man fertig ist, dann sind es 24 Stunden, die man jede Woche unterrichtet. Hört sich alles nicht viel an, vor allem die 7 Stunden, die ich jetzt da eben pro Woche unterrichte. Aber der Knackpunkt ist halt der, gerade im Referendariat muss man diese Unterrichtsstunden alle sehr ja, aufwendig vorbereiten und ja, auch entsprechend ausführlich gestalten und ja, also kann man halt nicht hergehen und sagen, ja, also jetzt schlagen wir mal das Buch auf Seite 45 auf und jetzt lesen wir hier die Buchseite und dann macht er noch die 2 Aufgaben hier im Buch und gut ist. Ja, klar, da wäre ich natürlich auch mit der Unterrichtsvorbereitung ziemlich fix fertig, ja, aber so ist es nicht. Ich muss sehr viel Material erstellen, PowerPoint und ja, drumherum einfach viele Sachen, damit die Schüler möglichst selber sich das Thema anlernen können, selber sehr viel aktiv sind. Wen es genauer interessiert, der soll einfach mal in Google vollständige Handlung eingeben. Das ist ungefähr so das Unterrichtskonzept, nachdem wir möglichst versuchen, alle Unterrichtsstunden, sage ich jetzt mal, auszurichten und so entsprechend zu unterrichten. Ja, ist gut für die Schüler, ja, weil die sehr aktiv sind im Unterricht und ist aber halt sehr aufwendig, ja, vorzubereiten. Und von daher habe ich natürlich ja, für die Unterrichtsvorbereitung bringe ich jede Woche um die 30 Stunden auch nochmal zu. Allein nur mit der Vorbereitung. Ja? Also man kann sagen, für die 7 Unterrichtsstunden, die ich unterrichte, um die 4 Stunden bereite ich 1 Stunde vor. Ja? Mal ist weniger, mal ist mehr. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber ja, das ist nochmal so der zeitliche Aufwand. Dann muss ich teilweise auch hospitieren in anderen Unterrichtsstunden. Das heißt, also ich sitze in einem Unterricht drin, wo den ein anderer Lehrer hält, damit ich halt sehe, okay, wie unterrichtet der. Und was halt im Referendariat ganz viel drin ist noch, 13 Stunden habe ich, glaube ich, aufgeschrieben, ja, sind die Schulungen oder Seminare heißt es offiziell, die man selber besucht. Das heißt, man ist als Referendar auf der einen Seite Lehrer, man ist aber selber auch noch Schüler, ja, weil man ja selber auch erst nochmal lernen muss,
wie man eben unterrichtet und was man halt sonst alles so für Tätigkeiten als Lehrer machen muss und wie man die halt auch machen muss. Und entsprechend muss man halt diese Seminare besuchen. Jede Woche sind es so um die 13 Stunden und dann ja noch meistens so um die 7, 8 bis 10 Stunden verschiedene organisatorische Dinge, ja, oder eben halt auch mal Leistungsnachweise erstellen und korrigieren. Dann muss man natürlich auch das ganze Unterrichtsmaterial kopieren, ja. Man muss seine E-Mails checken und viele andere organisatorische Dinge machen. Ja, und summa summarum kommt man halt auf eine 60-Stunden-Woche, ja, und so kommt es zustande. Und ja, da ist es halt dann einfach nicht möglich, noch großartig in der Freizeit irgendwie aktiv was zu machen. Ja. Denn man muss ja auch mal bedenken, man muss natürlich auch mal Pausen machen, ne, zwischenrein, das ist völlig klar. Und ja, man muss natürlich auch Zeit mal verbringen mit solchen Sachen wie Essen kochen, einkaufen, ja, die Wohnung sauber machen. Ne. Also ja, das kommt natürlich auch alles dazu. Und von daher habe ich also unter der Woche so gut wie gar keine Freizeit oder ganz, ganz wenig nur. Und ja, stehe früh morgens um 7 auf und arbeite manchmal wirklich bis 22 Uhr, 23 Uhr, 0 Uhr durch. Dafür habe ich dann zwar am Wochenende mehr frei, also manchmal muss ich am Samstag arbeiten, manchmal auch nicht, aber Sonntag habe ich eigentlich bislang immer frei gehabt und hoffe ich auch, dass ich es in Zukunft so beibehalten kann. Aber es ist dann halt so, natürlich könnte man jetzt sagen, ja okay, dann mache ich aber es am Wochenende. Aber es ist halt einfach so, dass dieser Job Spaß macht. Er ist sehr sinnerfüllend, aber er zieht aus einem doch sehr viel Energie auch raus. Ne? Also man arbeitet die ganze Woche und macht es ja auch gern. Ne? Und entsprechend versucht man es natürlich auch möglichst gewissenhaft und gut alles zu machen. Aber man ist halt dann wirklich, oder mir geht so und viele meiner Kollegen auch so, dass man halt dann wirklich, ja, wenn man so eben diese 60 bis 65 Stunden pro Woche dann eben arbeitet, dann irgendwann wirklich so, ja, erschöpft ist einfach, dass man halt am Wochenende nichts anderes mehr hinbringt, als mal ein bisschen spazieren geht, mal sich ein bisschen mit Freunden trifft oder halt vom Fernseher, ja, sich irgendwelche anderen YouTube-Videos anschaut oder sonst irgendwie sich entspannt, aber halt nichts mehr aktiv machen kann, ne? Und ich muss halt auch sagen, jetzt so wirklich YouTube-Videos erstellen, ist halt auch nicht der gute Ausgleich zu dem Unterricht vorbereiten, denn das Unterricht vorbereiten und das YouTube-Video vorbereiten bzw. erstellen, das hat halt gewisse Parallelen. Ja? Also so ein Stück weit habe ich halt mein Hobby auch zum Beruf gemacht, denn beim Unterricht vorbereiten ist auch so, da ja, muss ich mich auch erstmal in die Themen, die ich selber unterrichte, mich da einlesen und schauen, okay, was gibt es alles zu diesem Thema, muss dann eben rausfinden, okay, was ist jetzt relevant, wie kann ich das für die entsprechende Zielgruppe eben aufbereiten, die Informationen. Und das mache ich ja sowohl bei meinen YouTube-Videos als auch beim Unterricht vorbereiten. Ich meine, klar, beim Unterricht vorbereiten, da mache ich es dann natürlich so, dass ich mir überlegen muss und das alles ausgestalten muss, damit die Schüler möglichst das selber sich aneignen. Bei den YouTube-Videos halt so, dass ich das halt dann so entsprechend aufbereite, dass ich das dann quasi ja, eben als Film am Ende dann auch erstellen kann. Dahingehend unterscheidet sich's, aber in der Vorbereitung ist es erstmal sehr ähnlich, diese Tätigkeit, das Information recherchieren, zusammentragen und ausfiltern und aufbereiten, das Ganze. Und ja, wie gesagt, also da habe ich jetzt auch gemerkt, okay, ich habe mein Hobby da so ein Stück weit zum Beruf gemacht, was schön ist, was gut ist, ja, aber leider ist es halt dann eben, ja, YouTube-Videos erstellen, so wie ich das eben bislang auch gemacht habe, ja, einfach nicht mehr der Ausgleich zu meinem Beruf. Ja, zum Studium war es ein Top-Ausgleich, zu meinem jetzigen Beruf eher nicht so. Und von daher muss ich halt leider sagen, okay, ist es halt, ja, unter der Zeit einfach kaum möglich, irgendwie, ja, jetzt hier noch groß was auf YouTube zu machen. Vielleicht mal in den Ferien geht mal irgendwie was. Gut, Ferien muss ich jetzt auch gucken. Ne? Wir haben da natürlich dann auch irgendwann Prüfungen und Hausarbeiten und dann muss man natürlich auch schauen, okay, so in den Ferien muss man das ein oder andere natürlich auch tun. Von daher mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Grundsätzlich kann ich euch sagen, ich habe weiterhin Lust, diesen Kanal zu betreiben. Ich habe weiterhin großes Interesse auch an Bahnthemen und tue dieses Hobby Bahn aber aktuell sehr passiv betreiben. Also das heißt, ich tausche mich mit meinen engen Freunden über gewisse Bahnthemen aus am Wochenende zum Beispiel oder ich schaue mir andere
Videos an oder lese das eine oder andere, aber ich tue nichts mehr selber aktiv gestalten, weil ich einfach viel zu viel im Beruf aktiv bin und dann muss ich einfach mal privat passiv konsumieren. Ist so. Und worauf ich hinaus will, vielleicht geht mal in den ein oder anderen Ferien das ein oder andere kleinere Projekt, weil Lust hätte ich, definitiv. Und ja, von daher will ich euch sagen, ja, zu 2013 wird es weiterhin geben. Ich werde diesen Kanal nicht löschen, keine Sorge. Den will ich weiterhin hier online behalten. Ich möchte, wenn es irgendwie möglich ist, auch ja, mal das ein oder andere Video machen, in welcher Form auch immer. Und ja, mal schauen, wie sich alles weiterentwickelt. Vielleicht ist es nach dem Referendariat nicht mehr ganz so arbeitsreich, weiß ich nicht. Muss man mal schauen. Aber so die nächsten Monate und Jahre, ja, keine Ahnung, wird es auf jeden Fall wenig auf diesem Kanal geben. Das tut mir auch leid, ja, finde ich auch schade, aber es ist halt eben nun mal so, ja, man muss Prioritäten setzen im Leben und der Beruf, der hat halt eben ja doch eine recht hohe Priorität und von daher bitte ich euch um Verständnis, dass es ja eben entsprechend weniger Inhalte hier auf diesem Kanal geben wird in naher Zukunft. Ja, ich wollte dieses Video auf jeden Fall machen, einfach weil ihr, gerade die treuen Zuschauer, ja, doch mich auch immer wieder sehr viel positive Rückmeldungen ja auch gegeben haben, immer ja, sehr wertschätzend wart ihr in der Vergangenheit auch und ich denke mal auch in Zukunft werdet ihr sein und von daher finde ich, ist es dann irgendwo auch so, wenn man über mehrere Jahre hinweg ja, so einen YouTube-Kanal betreibt, dann finde ich, gehört es einfach auch, dass man dann eben halt auch mal transparent erklärt, warum jetzt einfach gewisse Dinge anders sind, warum es jetzt wenige Videos gibt. Von daher war das mir jetzt ein Bild. Von daher war mir das jetzt ein Bedürfnis, es euch zu sagen. Und ja, ihr merkt es jetzt schon auch, also dieses Video ist jetzt auch nicht super aufwendig gemacht. Ne? Kein Greenscreen, keine tolle Beleuchtung, kein Ansteckmikrofon, weil es halt einfach auch zeitlich nicht geht. Also ich habe jetzt einfach hier nur die Kamera aufgestellt und nehme auf und fertig, aus, Ende ist. Genau, bitte ich an der Stelle auch zu entschuldigen, dass es nicht die Top-Qualität ist. Aber ja, ich hoffe, ich konnte den Inhalt und die Botschaft so ein bisschen rüberbringen, konnte euch ein bisschen erklären, warum, wieso, weshalb und ich hoffe, dass ihr einfach ein bisschen Verständnis habt und auch, wenn es dann mal wieder ein Video gibt, nach wie vor hier gerne einschaltet. Dankeschön euch fürs Zuschauen, danke für euer Verständnis und ja, könnt mir sehr gerne natürlich auch Kommentare schreiben und ja, dann einfach nochmal Dankeschön fürs Zuschauen, tschüss und wenn es wieder ein neues Video gibt, dann freut euch drauf. Bis dahin, macht's gut, tschüss.